Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Evelyn Podobrin. Ich möchte dich mit diesem ersten Video ganz herzlich einladen an der Entstehung eines neuen Kurzfilms über das Schwimmen und über das Sein im Wasser einladen. Dieser Film entsteht im Moment, der Beginn ist hier in Thailand auf der Insel Phuket. Und den Film möchte ich auf dem nächsten Kinder in Bewegung Kongress zeigen. Auf dem Kinder in Bewegung Kongress 2017 habe ich einen Kurzfilm zusammen mit Anja Kerker über die Rochenkinder gemacht. Die Rochenkinder, das sind eine Schwimmschule in Berlin, die einen etwas anderen Zugang für die Kinder zum Wasser ermöglicht. Die Kinder dürfen dort einfach nur spielen und das Schwimmen, das Tauchen, das Gleiten und so weiter, das kommt von ganz, ganz alleine. Ich muss dazu sagen, dass mein Sohn ist jetzt 7 und lernt auch natürlich schwimmen. Ich kenne sehr, sehr, sehr viele Elternpaare, die in Deutschland wohnen, ihren Kindern diesen Weg ermöglicht haben. Und in unserer Online-Schwimmschule begleiten wir auch viele Familien auf diesem Weg dahin mit all den kleinen Schwierigkeiten, die meistens nicht mit den Kindern entstehen, sondern mit dem Umfeld. Und die Frage geht aber weiter. Wie lernen eigentlich Kinder in anderen Ländern schwimmen? Und mich haben besonders die Seenomadenvölker fasziniert. Und so möchte ich beobachten, wie diese Kinder schwimmen lernen, beziehungsweise was sie eigentlich im Wasser tun. Was machen eigentlich Eltern, wenn die Kinder im Wasser sind? Wie tief gehen sie eigentlich ins Wasser? Die Seenomadenkinder leben in der Regel entweder auf Inseln mit einem Strand oder wie zum Beispiel die Bajau in Malaysia. Die leben zwar auf einer Insel, aber sie wohnen auf Stelzenbooten. Das heißt, dort gibt es zum Beispiel Aufnahmen von schon ganz kleinen Kindern, die alleine Boot fahren. Und ich hatte Glück gehabt, hier auf der Insel Phuket konnte ich wahnsinnig schnell Kontakt zu den ersten Seenomadenkindern aufnehmen, die tatsächlich laut der Aussage eines netten alten Mannes den ganzen Tag im Wasser sind. Und erst um 18 Uhr, wenn es dunkel wird, gehen sie langsam raus, zurück in ihr Dorf. Das Dorf ist ein Stückchen weiter hinter dem Strand. Und so konnte ich auch wahnsinnig schnell mit den Kindern ins Wasser reingehen und sie vom Wasser aus filmen. Und es war einfach wunderschön. Es war sofort klar, die machen genau die gleichen Dinge, die auch die Rochenkinder tun. Sie springen, sie spritzen, sie spielen einfach miteinander. Sie gehen raus, sie gehen rein, sie machen etwas am Strand mit denen. Meistens ist es Müll, den sie da finden, also Wasserflaschen und Ähnliches oder kleine Schüsseln, und sie spielen einfach. Und die Eltern habe ich einmal, wir waren fast 3 Stunden dort zur Beobachtung, die Eltern haben nur ein einziges Mal etwas gesagt. Ich habe es nicht verstanden, worum es ging, ich konnte auch keinen Zusammenhang herstellen. Und auffällig war, dass diese Gruppe von circa 8 Kindern auch überhaupt gar keine Konflikte miteinander hatten. Sie waren ungefähr, es ist schwer zu schätzen, aber ich würde sagen, im Alter zwischen 4 und 10, 11 Jahren. Ich konnte auch an diesem Ort den Kontakt zu einem Papa knüpfen, der normalerweise die Touristen von diesem Strand zu einer gegenüberliegenden Insel fährt, und ich habe ihm auch gesagt, dass wir das gerne machen würden und ob vielleicht ja die Kinder mitkommen könnten. Allerdings waren die Wellen an dem nächsten Tag einfach viel zu groß, die Kinder konnten nicht mitkommen, aber er hat seine 12-jährige Tochter mitgenommen und ich durfte mit ihr den ganzen Vormittag im Wasser sein, sodass man sich angucken konnte, wie sieht es denn eigentlich am Ende aus? Was macht
man denn so mit 12 Jahren? Viele kennen noch die Szenen aus den Rochenkinderfilmen, aus dem Trailer von einem Mädchen, das wie Delfin schwimmt, beziehungsweise sind zwei Kinder, sodass man so eine Vorstellung hat, wie diese Kinder sich später im Wasser bewegen, weil es doch anders aussieht, als wir das üblicherweise im Schwimmbecken beobachten können. Ja, heute war der dritte Tag. Heute ging es zu den Seenomaden auf der anderen Seite von der Insel und dort war es nicht so einfach, Kontakt herzustellen. Wir sind zwar durch das Dorf durchgefahren, man sieht, dass die Menschen dort unter wirklich sehr ärmlichen Verhältnissen leben. Wir sind jetzt am Ende des Dorfes angekommen. Hier endet auch der Strand und das Village. Und sie leben alle ganz, ganz arm in so Wellblechhütten. Und da stehen die Fischerboote. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen da lang und schauen, ob es da vielleicht Kinder gibt. Und am Strand war auch dort niemand. Ich habe später ein paar Kinder gesehen, die am Strand gespielt haben. Auch sehr kleine Kinder, die saßen da einfach, haben da ein bisschen gebuddelt, so wie unsere Kinder das auch tun. Aber es war einfach nicht möglich, weder über das Touristenbüro, das war geschlossen, noch über den Kellner in dem Gypsy Restaurant irgendwie Kontakt herzustellen. Also es gibt vielleicht noch eine Telefonnummer, die ich da rausgefunden habe. Denn das Problem ist einfach, dass sie definitiv kein Englisch sprechen und in der Regel sprechen sie ihre eigene Sprache und eben nicht mal Thai. Also das müsste jemand sein, der sowohl Englisch als auch Thai als auch die Sprache der Seenomaden spricht. Ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn du unten drunter kommentieren würdest, ob dein Kind, deine Kinder auch natürlich schwimmen lernen. Und wenn nicht, welchen Kompromiss habt ihr gefunden? Für welchen Weg habt ihr euch entschieden? Und vor allem, egal für welchen Weg ihr euch entschieden habt, vor welchen Herausforderungen stehst du? Weitere Pläne, wie geht es weiter mit der Entstehung des Films? Es gibt noch Seenomadenvölker auf den Philippinen, in Indonesien und in Malaysia. Und jetzt bin ich noch gerade dabei zu überlegen, wo ich am besten meine Fragen beantworten kann und wo auch der Zugang am leichtesten wird, einfach wegen der Sprachbarrieren. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Alles Liebe hier aus dem wunderschönen Phuket. Danke.